die Harmonie von Religion und Wissenschaft. Albert Einstein war in seinen letzten Tagen sehr an Meditation und Religion interessiert. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein, welches heißt Die Harmonie von Religion und Wissenschaft. Geiles Thema. Ich bin sowieso überzeugt davon, dass Religion und Wissenschaft zusammenkommen muss, beziehungsweise Glaube an was Höheres und Spiritualität und Wissenschaft. Ich will es eher als Spiritualität beschreiben. Wenn das zusammenkommen würde, könnten wir noch viel heftigere Ergebnisse bekommen und viel heftigere Erkenntnisse schaffen. Aber ich glaube, es wird auch bewusst voneinander getrennt, weil wir diese Erkenntnisse eventuell nicht machen sollen. Als Fragezeichen in den Raum reingestellt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Peter Eden Man. Und los. Mittlerweile kann man sich die GDV-Geräte kaufen. Doch man hört erstaunlich wenig von Korotkows Technologien. In seinem Buch Geheimnisse des lebendigen Leuchtens geht es um spannende Fragen, wie zum Beispiel, ob man Gefühle wie Liebe messen kann. Wow. Ob man Krankheiten vorhersagen kann. Doch nicht nur Kirlian-Bilder von Menschen sind interessant. Insbesondere zeigen Energiefelder von Wasser und Lebensmitteln, wie eine gesunde Ernährung mit der Aura der Lebensmittel zusammenhängt. Energetisches Essen, meine lieben Freunde, lebendiges und nicht totes. In Korotkows Laboratorium wurde ein Gerät für die Energiefelder von Wasser entwickelt. Man verglich dort das einheimische Wasser der Hochebene von Roraima in Venezuela. Oh, das ist krasses Wasser, Mann. Das ist mies strukturiert, haben wir in der Wasserdokumentation gelernt. Gewöhnlichem Trinkwasser. Das Wasser aus Venezuela war nicht nur doppelt, nicht 10, nicht 100, sondern 40.000 Mal aktiver und vitaler als das gewöhnliche Wasser. Das musst du dir mal überlegen, was das auslösen könnte, wenn wir 40.000 Mal aktiveres Wasser konsumieren würden, als das, was in unserer Leitung drin ist oder was wir täglich selbst so konsumieren. Dies bedeutet, dass dies schon zwei verschiedene Substanzen sind. Ich schwör's dir, Digga, ist so. Es zeigt, dass es fundamentale Unterschiede zwischen verschiedenen Substanzen geben kann. Es wird in verschiedenen Kulturen und Religionen so oft von heiligem Wasser gesprochen. Ja, Zamzam Water, weißt du. In diesem Sinne hätte dieser Glaube tatsächlich ein wissenschaftliches Argument. Hey, ich sag dir ehrlich, diese Wasserdokumentation, ich verlinke die nochmal unten, falls ein paar Leute das noch nicht gesehen haben. Eine der geilsten Dokus, die wir uns je reingezogen haben. Ich würde gerne mal wieder so eine Doku gucken. So. Also diese Wasserdoku war schon echt heftig. Bei Pflanzen gibt es den sogenannten Phantomblatteffekt. Es wurde ein Kirlian-Bild eines Blattes gemacht. Doch davor wurde die Blattspitze abgeschnitten. Zumba sagt gerade, Leon wollte nur Danke sagen. Du machst das genau richtig. Du verurteilst niemanden, sondern gibst Tipps und sagst, was du für richtig hältst. Genau so haben es die Propheten gemacht. Props, Bro. Liebe geht raus, Bruder. Danke für die schönen Worte. Einfach mit Propheten vergleichen. Ich küsse dein Herz. Liebe. Das Kirlian-Bild zeigte, dass das fehlende Stück mit einer Phantomspitze ausgefüllt war, also die ursprünglichen Umrisse der Aura waren noch zu erkennen. What? Können alle Energiefelder des Lebens miteinander kommunizieren? Ja. Unter anderem zeigten Forschungen, dass die Stärke der Aura einer Testpflanze damit zusammenhing, wie die emotionalen Absichten des Menschen gegenüber ihr waren. Das sind Facts, Bro. Das sind wirklich, das ist wirklich Fakt. So, es ist ja auch, wenn du, ich habe ja auch letztes Mal hier mit meinen Pflanzen geredet und so im Stream, dies, das, bla. Und die Pflanzen merken das, die spüren das, wenn du denen Liebe gibst und wenn du denen Aufmerksamkeit gibst und wenn du dich wirklich um die kümmerst, anstatt die einfach nur in deine Wohnung reinzuknallen und zu sagen, steh mal jetzt da und dich gar nicht wirklich um die kümmerst, so, weißt du? Diese Liebe, diese Aura, diese Vibes, die Energien sind halt real, wir haben das vergessen, aber das hat ja auch das Zirbeldrüsen-Video, also ich glaube, umso mehr du deine Zirbeldrüse aktivieren kannst, umso mehr spürst du, dass Energien auch echt sind. Und auch schon große Leute wie Tesla und so haben gesagt, wenn du die Wahrheit verstehen möchtest, dann musst du in Energien, Frequenzen denken, in Dingen, die du nicht sehen kannst, die du nicht anfassen kannst, die du eventuell spüren und fühlen kannst, so.
Und auch ältere Frauen, die zum Beispiel im Garten aktiv sind und so, die geben den Pflanzen Liebe. Und das hat einen Effekt darauf, wie diese Pflanzen aufblühen oder nicht. Das ist einfach so. Es ist einfach so. Es ist genauso, wie wenn du zu einem Arzt gehst und das Gefühl hast, dass dieser Arzt sich wirklich um dich kümmert und wirklich versucht, dich zu heilen und du ihm ein gewisses Vertrauen gibst und dieser Energieaustausch stattfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass dieser Arzt dich heilen kann, als wenn du keine Verbindung mit dem Arzt aufbaust, der dir nicht mal in die Augen guckt und du nicht das Gefühl hast, dass der dich wirklich heilen kann. So. Waren es positive Emotionen, leuchtete die Aura stark. Waren die Absichten negativ gegenüber der Pflanze, sank die Leuchtkraft. Korotkows Eck. Das ist krass. Und genauso auch andersrum. Pflanzen, Tiere und so, die können uns auch Energie geben, weißt du, wenn wir es zulassen. Es öffnen Türen zu einer ganz neuen Denkweise von Lebewesen. Es ist ein Nachweis dafür, dass unsere Gedanken und Emotionen Einfluss auf Pflanzen, andere Lebewesen, Objekte und die ganze Umwelt haben. Ja. Jeder kennt Situationen, in denen die positive oder negative Stimmung eines Menschen Einfluss auf uns hatte. Klar, ich fühle das richtig so. Ich fühle das, wenn ich auf Menschen treffe, die negativ sind, die negative Vibes in sich tragen und einfach auch, die strahlen das aus. Ich spüre das. Digga, bei manchen Leuten habe ich einfach Bauchschmerzen, wenn ich mich mit denen umgebe. Einfach Bauchschmerzen. Wo kommt das her? Das ist die Energy, das ist der Vibe. So. Und bei anderen Menschen fange ich an zu lachen und fühle mich gut in deren Umgebung. Und jeder von uns kann das spüren, wenn er endlich mal wieder in Tune mit sich selbst wäre. So. Oft hast du gespürt, dass dich jemand beobachtet hat, ohne ihn gesehen zu haben. Oder so, auch. Mein Ohr flackert dann immer so ein bisschen. Somit hätte auch das oft berichtete Phänomen eine Erklärung, dass man nach langer Zeit wieder plötzlich an eine Person denkt und diese Person nach kurzer Zeit tatsächlich trifft. Die Kraft der Gedanken wurde wieder einmal bestätigt. Diese metaphysische Denkweise gewinnt nun wissenschaftlich an Bedeutung. Je tiefer der Physiker in der Materie eintauchte, umso weniger fand er. Die wohl bekannteste Formel der Physik E gleich mc Quadrat sagt im Kern, dass das ist Relativität, ne? Energie und Masse ein und dasselbe sind. Materie ist hochgradig verdichtete Energie. So sehr. Ja. Macht aber auch Sinn, Mann, Alter. Wenn du einfach nur überlegst, das ist immer ein sehr gutes Beispiel wieder so. Wenn du überlegst, alle Dinge, die Materie sind, die du anfassen oder beobachten kannst, so, haben ihren Ursprung in irgendjemandem seinen Gedanken gehabt, so. Es gibt nichts, was du anfassen kannst, also was kreiert wurde quasi, was nicht vorher eigentlich nur Energie war in deinem Kopf, so. Oder in jemandem sein Kopf. Nichts. Und deswegen, dass das equal ist, Digga, E gleich mc Quadrat, macht für mich auf jeden Fall Sinn. Verdichtet, dass wir die Materie anfassen können. Man könnte den Weg in der Wissenschaft zur Wahrheitsfindung folgendermaßen beschreiben. Je mehr man in der Wissenschaft erfährt, desto weniger weiß man. Die Erkenntnisse führen zu philosophischen Problemen. Albert Einstein war in seinen letzten Tagen sehr an Meditation und Religion interessiert. Das musst du dir mal reinziehen, Digga, weißt du, wie ich meine? Selbst ein Albert Einstein, der so ein Wissenschaftler war, der Theorien aufgestellt hat und voll in dieser logischen Mathematikwelt war, ist irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass Spiritualität und der Glaube quasi eines der wichtigsten Dinge sind und dass du das nicht voneinander trennen kannst, so, weißt du? Er sagte, alles ist Energie und dazu ist nicht mehr zu sagen. Krass, Digga. Weißt du, der hat dann ähnliche, hinten raus auf einmal ähnliche Sachen gesagt wie der Tesla. Wenn du dich einschwingst in die Frequenz der Wirklichkeit, die du anstrebst, dann kannst du nicht verhindern, dass sich diese manifestiert. Facts. Kann nicht anders sein. Das ist nicht Philosophie. Das ist Physik. Boom. Was meint ihr, was mit der Frequenz der Wirklichkeit gemeint ist, die man anstrebt? Love. V.
viele Menschen, die die Naturgesetze kennen, fangen an, diese Welt und die ganze Kosmologie durch ihre Erklärbarkeit, geprägt durch die klassische deterministische Physik, als etwas Selbstverständliches zu halten und sind stark gegen die metaphysische und spirituelle Denkweise, sodass sie keinen neuen Schritt wagen, der ist so, das ist getrennt voneinander, aber es ist eigentlich, gehört zusammen. Einem neuen Bewusstseinszustand führen könnte. Doch große Wissenschaftler waren nicht so. Physiker wie Einstein oder Heisenberg haben Religion und Wissenschaft nicht getrennt. Anfangs ja, zum Ende hin dann nicht mehr. Aber Leute wie Tesla zum Beispiel haben es von Anfang an mit einbezogen und dann hast du auch gesehen, was der für heftige Dinge getan hat und gesagt hat so. Religion erklärt. Und ja, Alter, da kannst du, die Deus, kannst auch so viel wie möglich gegen Einstein sagen, wie du möchtest. Ich glaube, der war auch Teil des Plans, ne? Hat es aber am Ende verstanden, weißt du? Und das ist das, was für mich persönlich wichtig ist, so. Dieser Aufwachmoment. Und teilweise Zitate von Einstein sind wild. Der hat Sachen gesagt, die sind heftig, die sind sehr philosophisch und die sind auch wahr. Und deswegen, dieses Schwarz-Weiß-Denken teilweise von den Leuten gefällt mir nicht. Muss böse sein, alles was das ist böse, alles was das ist schlecht. Mann, wir sind alle, wir haben alles ist Yin und Yang, so. Es gibt diese Beurteilung müssen wir mal loslassen. Weißt du, was ich meine, so? Wir haben alle auch was Böses oder was eine dunkle Seite in uns. Wir sollten versuchen, die zu minimieren, aber das ist Teil von uns, weißt du? Und es ist Teil von jedem, so. Und deswegen, dieses Schwarz-Weiß-Ding ist halt, das ist halt nicht so. Weißt du? Es gibt viele Grautöne. Ihre Existenz und gibt dem Leben einen Sinn. Wie könnte nun Religion unwissenschaftlich sein? Einstein hat dazu Folgendes gesagt. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Okay. Im Brüsseler Gespräch sagte Werner Heisenberg dazu: Ah, Werner. Ich muss gestehen, dass mir bei dieser Trennung nicht wohl ist. Wohin führen diese Erkenntnisse der Wissenschaft? Für Werner Heisenberg war es jedenfalls klar, wohin es führt. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Geil, Digga. Den kann man mal ganz kurz sitzen lassen, ja? Let that sink in. Der ist geil. Das fühle ich. Den fühle ich hart gerade. Starkes Video, feiere ich. Gute Geschichte, interessante Welt, immer schön, angenehme Stimme, gute Themen am Start, so, weißt du? Fand ich sehr interessant, sehr stark. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein, ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Peace out. Gang. Wir waren drin, Digga, aber ganz tief.